Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen bei Retroben. Wieder mit einer Premiere. Ich hatte ja eben schon mal ein 3DS-Spiel ausgepackt und jetzt ist mein erstes DS-Spiel angekommen. Inazuma Eleven. Wer die Kickers kannte oder kennt von früher mit diesem coolen Torwart mit der Mütze, ich weiß gar nicht, wie er mal hieß, Tsubasa oder so. Auf jeden Fall habe ich das gesuchtet früher und ja, Inazuma Eleven ist so eine Art Rollenspiel im Fußballuniversum, also quasi Spieler sammeln anstatt Pokémon, was eigentlich ziemlich cool klingt so. Ich habe das Spiel für 8 € bei Amazon geschossen und ja, wir packen es einfach mal aus, ja. Mal schauen, wie so ein Nintendo DS-Spiel aussieht. Auf jeden Fall ist die Hülle schon mal ein kleines bisschen dicker als bei den 3DS-Spielen. Hier vielleicht noch mal. Aber wir machen erstmal die Folie ab. Die glitzert so schön. Komm schon. Ich denke mal, für den schmalen Taler kann man es mitnehmen. Oh, hier ganz übel. Ready for Hotspot. Ein Aufkleber. Aber es hat diesen coolen Schimmerglanzeffekt. Sieht nice aus. Ein bisschen so ein Dragon Ball Design. Nochmal hinten schauen. Werde zur Legende auf dem Fußballplatz. Sieht auf jeden Fall nice aus. So, wir gucken rein. Okay, hier das Modul. Nicht Cartridge. Cartridge ist ein hässliches Wort. Ja, sieht ein bisschen anders aus. Hier fehlt die Ecke, wie bei den 3DS-Modellen. Haben wir denn hier eine Nintendo Club-Mitgliedskarte mit Code? Der noch gültig ist. Wow. Werbung. Werbung. Oh, ein richtiges Heft. Sieht doch schick aus. Farbig? Ich glaub's nicht. Ja, und hier wird dann richtig erklärt, wie früher ein Heftchen, wie es sein muss. Schade, dass man davon weggeht. Ja, für mich noch was Schönes mit einem schönen Artwork. Oh. Nein. Hier ein kleiner Fußballer. So, das war Inazuma Eleven. Jetzt noch eine Frage an euch. Passt mal auf. Geh mal hier hin. Pass mal auf, was sich hier versteckt. Hier liegen 500 €. So, Wii U, PlayStation 4 oder Xbox? Das ist die Frage. Ich habe die PlayStation 4 schon vorgestellt im Killzone Bündel, aber bin jetzt nicht mehr so von überzeugt. Bin gerade richtig auf den Nintendo-Trip gekommen. Vielleicht könnt ihr mir ja unter den Comments schreiben, was ihr euch holt. Ich glaube, ich warte noch mit der PlayStation 4 bis Mitte 2014 und hole mir jetzt erstmal die Wii U. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, bis dann. Ich bin draußen. PG 18 out. Ciao.